fröhliches Miau. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plugging. Oder zur ersten Folge Plugging Evolved Heilung. So, ich habe mir überlegt, wir spielen mal Heilung hier. So, was wir spielen? Ach, sollen wir mit Berater? Ohne Berater? Hier so zwei Berater? Ach komm, nee, wir cheaten nicht. Auf normal. Covid. Das ist nicht das Covid-Video, sondern das Corona-Virus. Coronavirus, ja. Kannst du die Welt retten? Eine Seuche breitet sich unbemerkt aus. Du musst sie aufhalten. Übernimm die Kontrolle, organisiere die weltweiten Gegenmaßnahmen und schütze die Menschheit vor der tödlichen Pandemie. Gründe deine Einsatzzentrale, wähle ein Land für dein Hauptquartier aus. Upp. So, Pause. So, dann fangen wir mal an. Gucken wir mal. So, Autorität, naja. So, Reaktion, Operation. Wir müssen erstmal hier Finanzen knüpfen, also ein bisschen knüpfen. Hier Einsatzteams aufstellen, hier Regierungspartnerschaften. Erstmal hier so ein bisschen Grundzeug. So, den schicken wir mal nach China. Wir wissen, es ist Corona. Corona ist China. Also da werden wir direkt mal gucken, ob es in China alles ready ist. Hi, grüß dich. China, Katastrophe. So, jetzt müssen wir warten, weil wir haben wir schon Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir haben schon Ahnung. Weil wir natürlich wissen, nicht gut, wenn wir sagen, wir machen Kontakt mit dem Bundesland. Wir erhöhen die Testkapazität und das ist halt auch was. Und es ist scheiße. Ich hab's verstanden. So ist besser, ne? Jo. Jawohl. So. Weiter. Also 200, 300, das ist ja nichts. Ne, da muss man noch nicht eingreifen. Ne, da werden wir einfach entspannt hier rumchillen, zugucken und hoffen. Oh, jetzt breitet sich aus, das ist nicht gut. Also das ist schon krass. Das heißt, wir sollten jetzt langsamer sagen, Leute. Also langsam sollte man mal was machen, ne? So langsam würde ich empfehlen, stellen Sie Bleich unter Drippe bereit, um Krankheit von Oberflächen zu entfernen. Verringert die Infektion. Langsam würde ich sagen, Leute, es könnte gefährlich sein. Also dann muss man schon mal hier Desinfektionsmittel, stelle ich schon mal bereit. Ja, damit ist das schon mal hier gegessen. Also weil das hier schon extrem aussieht, wenn ich mal hier ran so, ja, das sieht, hier Korea sieht schon nicht gut aus. Ne, Korea sieht halt nicht gut aus. Sind Korea, na, da muss das Einsatzteam hin. Ab nach Nordkorea, würde ich sagen. Nordkorea, ich bin da. Meine Einsatzteams sind hier. So. Also langsam breitet sich das ganz schön aus. Das heißt, wir müssen jetzt mal wichtige Aktionen beschließen. Also erstmal müssen wir sagen, Leute, ist kritisch. Ja, wir rufen hier mal. Passt mal auf hier. Und, wichtig, Fingerchen waschen. Da haben wir das schon mal. Da haben wir schon mal die wichtigsten Sachen geklärt. So, dann machen wir das. Und, weil es mittlerweile gefährlich ist, wenn das und wir das sehen. Eieieiei, das breitet sich ganz schön aus, vor allem hier. Nicht gut. Würde ich empfehlen, versuchen wir mal einen Impfstoff ranzufahren, ne? Denken wir uns mal anstecken als Tuberkulose. Das ist schlecht. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt, Leute. Jetzt muss der Impfstoff ran. Ne? So, jetzt muss der Impfstoff hier. Jetzt muss man langsam. Langsam muss man aber jetzt sagen, Leute. Nicht gut. Ne? So langsam muss man hier wirkliche Warnungsmaßnahmen ergreifen. Ne? So, Sätze. Das klingt gut. Wir werden unsere. Wir müssen jetzt langsam. Jetzt müssen wir langsam hier wichtige Sachen einstellen.
Also, erstens würde ich sagen, machen wir die Grenzkontrolle rein. Zack. Fertig. So, damit haben wir schon mal große Maßnahmen. Also das ist hier echt kritisch. Das ist kritisch. Wir verlieren sehr viel an Autorität. Feuchtsinfo. Wir verlieren, wenn Autorität auf Null. Das heißt, wir müssen jetzt mal lange die politischen Parteien sagen. Leute, ich tue alles, was ich kann. Aber das wird kritisch. Ja, das ist langsam wichtig. Das heißt, wir sollten jetzt langsam uns überlegen, was wir machen. Ich würde sagen, wir machen Selbstisolation. Das ist wichtig. Wir müssen jetzt langsam hier Maßnahmen ergreifen. Vor allem hier, das ist langsam gar nicht gut. Ich würde sogar dem Land Lockdown schicken. Das heißt, wir machen lokale Lockdowns. Ja, lokale Lockdowns, Leute, lokale Lockdowns. Ich brauche ein lokales Lockdown. Gib mir einen Lockdown, danke. Ich muss dieses Land in Lockdown setzen. Wir müssen die noch Lebenden schützen. Sehr wichtig. Also man muss die wirklich schützen. Das ist wichtig. Man muss zwischendurch auch Leute schützen. Reaktion selbst ist... Social Distancing, das klingt gut. Meinst du das auch ohne Masken durch die Pandemie zu kommen? Deswegen würden wir sagen, das da. Stelle den Bezirk, in dem eine Infektion nachgewiesen wird, zwangsweise unter Lockdown verweigere. Aha, okay. Alles schon ganz schön krass. Aber noch ist hier alles Butter bei die Fisch. Also hier sieht das gut aus. Ja, alles easy. Wir haben noch alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Das Einzige, was ich machen würde, ist Testkapazität. Nee, wir machen hier bei Operationen. Wir geben hier ein bisschen mehr Wissenschaft aus und führen die Tests ein bisschen hoch. Mehr machen wir nicht. Ich will nur dieses Land in Lockdown schicken, damit wir hier raus sind. Olympische Spiele zurück. Kann ich hier? Ich muss mal dieses. Wie beende ich's? Lockdown weg. Mache ich das? Husch, husch. Todesfälle, aha. Genießen. So, kann ich hier die wieder hinten aus dem Lockdown schicken? Ja, ich hätte gern... Informationen. Hopp, hopp, aus dem Lockdown. Also jetzt würde ich sagen, sollten wir mal nach. Noch alles gut, außer hier ist. Kritisch, die sind mittlerweile aus dem Lockdown. Da ist aber mittlerweile alles. Hier ist alles gut. Wir haben stark gute Zahlen. Das heißt, das sollte gegessen sein. Wir werden mal gucken, wo wir als nächstes hingehen sollten. Ich würde sagen, China. Also ich würde sagen, wir schicken uns mal nach China. Hier haben wir viel schaffen können, machen können. Alle sind genesen. Und wir werden weiterhin auf die Wissenschaft setzen. Ja, und wir werden öffentliche Warnung betonen, dass es hier aber nicht eine normale Grippe gibt, sondern ein neuartiges Herz genommen werden muss. Alles klar. Zack. Alles klar. Und Impfstoff. Und hast du dich gesehen? Und Feld der Forschung. So, zack, zack. So, wir haben jetzt, also, das ist ja alles noch nicht kritisch. Nee, hier ist alles noch easy peasy. Alles easy. Also ich sehe hier keine Probleme. Alles entspannt noch. Klar ist hier langsam. Langsam wäre hier kritisch, aber alles gut. Hier sinken auch schon die Zahlen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ne, alles gut. Wir sind auch schon bei der Forschung schon sehr weit fortgeschritten. Ne, wir sollten hier beschleunigte Herstellung
aktivieren. Das ist so ein Quatsch. Kann ich rückgängig gemacht werden, alles klar. So, wir können aber. Was wir rückgängig machen können, ist. Das da. Zack. So, man muss nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr wichtig. Ist nicht mehr wichtig. Wir haben so viel. Wir haben so guter Virus eingeschränkt, dass wir vielleicht sagen würde. Da kann man ruhig mal ein bisschen risikofreudiger gehen, ne? Bisschen risikofreudiger. Hier ist ja noch nichts. Wir sind schon so weit in der Forschung, dass das alles easy ist. Alles easy, Leute, alles easy. Engpass bei der Impfstoffherstellung. Die Forschung nach dem Coronavirus-Impfstoff wurde abgeschlossen. Doch Versäumnisse bei der Vorbereitung der Massenproduktion führen dazu, dass die Impfstoffherstellung sehr lange alles gut. Wir haben Wärmeressourcen. Wir können Flas. Wir machen das. Wir dämmen so die Videos hier. Ein Social Distancing. Braucht wir nicht. Hände waschen reicht voll und ganz. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wir packen das. Chaka. Nur Chaka. Wir lockern. Ja, wir lockern. Locker. Hier Großbritannien. Ja. Großbritannien, tschüss. Großbritannien, 200 Infektionen. Nee. Großbritannien muss in Lockdown, Leute. Großbritannien muss in Lockdown. Wir müssen da rüber. Einsatzteam hier hin. Hier ist noch intensiver Lockdown. So langsam muss ich hier ein paar Leute ins Land rein. Lockdown. Landesweit. Ihr habt 1 Million hier. Ja, ihr versteht das, oder? Ja, ihr versteht das sehr schön. Ihr versteht das, finde ich gut. Ne, wir müssen hier nämlich die Zahlen runterkriegen. Das ist das nicht gut. Ja, das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut. Hier 7,3 Millionen. Nee. So, wie sieht das hier aus? Ah, alles gut. Korea-Feindlichkeit. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Mutter Maria, was ist das für ein Wachstum? Aber langsam würde ich sagen, müssten wir überlegen, ob wir... Langsam sollten wir uns überlegen, ob wir nicht doch wieder umverteilen nach da. Ja, wir haben das Land gebändigt. Leute, ihr geht in den Lockdown, verdammt nochmal. Ihr bleibt im Lockdown. Wenn es euch nicht schmeckt, ist mir scheißegal. Ihr bleibt in den Lockdown. Freigabe läuft. Sehr schön. Sehr schön hier. Zack, zack, zack. Sehr schick, das läuft. Wunderbar. Und damit ist das Coronavirus vernichtet. Yay! Ich glaube auch, Länder gar nicht befallen waren. Deutschland hatte auch fast keine. Coronavirus ausgelöscht. Die Krankheit ist ausgelöscht. Doch erst nachdem sie viele Menschen das Leben gekostet hat. Die Menschheit wird sich erholen. Aber sie wird Namen davon tragen. Alles klar. Sieg. Zack. Mann. Ja, schon ganz schön krass hier. Infizierte. Wir haben kein Jahr war das Coronavirus bei uns.
alles easy. Klar hätte man es schneller eindämmen können. Aber ich wollte so ein bisschen mehr auf Realismus hier setzen. Ne? Also, damit noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wenn ihr immer wieder dieses Video seht oder Video, tschüss und ciao!